Hallihallo und herzlich willkommen beim Steam Deck Checker. Ich bin Steppy und begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest. Vor einigen Tagen haben wir zu Sons of the Forest unser Gameplay-Video veröffentlicht und wir haben da natürlich die Performance bemängelt. Es gab aber einen Kommentar und zwar von dieser Mike, der uns hier mal so einen kleinen Tipp zugespielt hat und gesagt hat, probiert doch mal diese Einstellung, vielleicht funktioniert es bei euch besser, weil er spielt es mit dieser Einstellung. Okay, wir wollen uns das Ganze mal anschauen, dementsprechend springen wir mal jetzt hier in den Einzelspieler rein und schauen mal die Performance, was wir jetzt out of the box mit ultra-niedrig Grafikeinstellung jetzt hier jetzt erreichen mit der FPS jetzt, die wir jetzt hier aktuell übrig haben. Ich werde das jetzt Ganze mal kurz cutten, damit wir jetzt nicht immer diese Ladebildschirme sehen müssen. So. Ja, ich springe mal einmal diese Ladebildschirme, weil sonst zieht sich das ganze Video so unglaublich in die Länge. Wir sehen jetzt hier zwar 60 FPS, aber sobald wir jetzt hier abgestürzt sind, sehen wir natürlich dann den Unterschied. Wir überspringen das Ganze mal so ein bisschen. Ja. Gab jetzt mittlerweile aber auch schon ein paar Patches, muss man dazu sagen. Ich glaube, zwei an der Zahl. Vielleicht haben sie da ein bisschen was an der Performance gemacht. Irgendwie jetzt hier mitten irgendwo am Baum. Schön. Ja, das überspringen wir auch mal. Hoffen, dass wir jetzt hier mal demnächst aufwachen. So, das sind die ultra niedrigen Settings. Ja, also wir sehen schon, ja, es wäre spielbar mit 60 FPS. Es ist absolut in Ordnung. Ja, so geht das Ganze. So. Und ja, wir befinden uns jetzt hier mit 56 FPS. Also eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Gehen wir jetzt aber mal in die Einstellung und sagen jetzt, wir wollen jetzt das Ganze mal auf Mittel. Werden wir das Ganze mal starten. Wir sehen schon, ne, mittlere Grafik-Settings, ja, so Performance-mäßig, so 40 FPS. Was eigentlich ziemlich gut ist. Also da scheinbar gab es da doch einen Patch irgendwie, der die Performance ein bisschen verbessert hat. Ne, also wir könnten natürlich dementsprechend auch nochmal ein bisschen höher gehen. Ja, indem wir zum Beispiel mal einfach sagen, Einstellungen. Wir probieren es einfach mal auf hoch, mal gucken, was er hier macht. Ja, also hier muss er schon ein bisschen rödeln. Ja. Die Temperatur steigt definitiv an. Ich muss ganz ehrlich sagen, auf jeden Fall müssen die Stabilitätspatches rausbringen. Also so oft ist mir das Steam Deck bis jetzt noch nie abgestürzt. Also wir sind jetzt hier in hohen Grafik-Settings. Ja, es kann natürlich sein, dass immer wieder irgendwie was mit dem Laden oder sonst irgendwie was hier auf jeden Fall kurze Hänger gibt oder sowas. Wir haben aber, wie gesagt, dieser Mike hat uns mal so einen kleinen Tipp gegeben, was wir einstellen sollten, damit die Performance eventuell besser werden könnte. Und das möchte ich, wie gesagt, euch heute zeigen. Dementsprechend gehen wir mal jetzt in Einstellungen und sagen jetzt hier bei der Anzeige, machen wir hier das Ganze auf 30 Hertz. Normalerweise steht hier nämlich deaktiviert. Schalten das Ganze hier auf 30 Hertz. Und hier bei maximal FPS, da steht ja, glaube ich, unbegrenzt. Also ist ja ganz links am Anschlag. Und hier stellt ihr einfach mal auf 60 FPS, maximal 60 FPS, 30 Hertz und das macht ihr einfach mal auf Anwenden. Ja, also wie gesagt, normal, Vollbild, 1280x720, Vollbild, 30 Hertz, 60 FPS. Wie gesagt, normalerweise ist hier deaktiviert, so steht das ja da bei euch und wie gesagt, hier auf Anschlag ganz rechts und hier macht ihr, wie gesagt, 30 und dann... So, als nächstes gehen wir mal jetzt in unser Batteriemenü hier vom Steam Deck, ja. Da werdet ihr euch jetzt mal so ein Profil erstellen hier am besten. Ja. Damit ihr für Sons of the Forest euch da was einstellt. Und werdet jetzt hier unten bei dem Skalierungsfilter, geht jetzt ganz nach rechts bei FSR und stellt hier das Ganze auf 1. Ja. Jetzt könnt ihr das Menü eigentlich wieder verlassen. Und jetzt sollte das Ganze schon deutlich stabiler laufen. Wie gesagt, wir sind jetzt hier bei den hohen Settings. Wenn wir jetzt nochmal wechseln auf den, und ihr seht, ne, also jetzt hohe Settings auf dem Steam Deck bei über 30 FPS. Wenn wir jetzt ganz kurz nochmal in die Einstellung gehen, Einstellung und sagen jetzt hier doch nochmal, gehen wir jetzt hier auf Mittel. Ja, dann seht ihr halt, ne, das läuft halt unglaublich gut. Also so waren Spielen leider absolut gar nicht möglich gewesen. Ne? Wir laufen mal hier so ein bisschen in den Wald einfach mal rein. Wie gesagt, vielleicht kam da jetzt auch noch das ein oder andere Update, was das Ganze jetzt ein bisschen von der Performance her noch. Aber ihr seht, wir spielen hier flüssig bei 40 FPS in mittleren Settings auf dem Steam Deck. Und das sieht halt doch schon mal anders aus, ja, wenn man sich das Ganze nochmal anschaut.
Einstellung ultra niedrig. Ja, also das ist halt, sieht man halt schon den Unterschied hin, ne? Aber hier, guck mal, hier sind wir bei locker 60 FPS hier. Ja, das ist dann natürlich, müsst ihr entscheiden, entweder flüssiges Gameplay oder halt, ja, bessere Grafik dafür, ein bisschen Einbuße in der FPS. Und wenn er das Ganze jetzt zum Beispiel noch mit dem Batterieschonmodus macht, dann könnt ihr auch noch ein bisschen Akku sparen. Also das ist immer so ein Hin und Her, so, ne, wie ihr das am besten haben wollt. Deswegen, mittlere Einstellung. Sieht, wie gesagt, schon gut aus, aber hier bleiben wir so bei 40. Und ihr seht auch, das sieht halt schon tausendmal besser aus. Ja. Also ein großes Dankeschön an dieser Mike, ja, für deinen Kommentar. Ich habe das gleich getestet gehabt und ja, ich spiele das jetzt so wirklich so mit diesen Einstellungen. Das läuft ganz gut. Allerdings wird das Steam Deck verdammt heiß. Gefühlt stürzt das auch alle Stunde ab. Das ist ganz, ganz komisch. Also da muss auf jeden Fall, muss da noch ein Patch her. Da muss der Entwickler auf jeden Fall noch mal ein bisschen dran arbeiten. Wir können jetzt ja auch noch mal einfach mal kurz gucken. Einstellungen hier auf ultra niedrig, ne, wie das jetzt so aussieht. Ja, aber ihr seht hier, ne, also 60 FPS, da ist halt ordentlich drinne. Wir können auch einfach mal aus Spaß mal. Gehen wir hier Ultra Settings, mal schauen. Ja, ist dann halt schon, ne? Also das sind jetzt die Ultra-Settings. Bleibt da auch bei 40, aber sobald hier halt richtig Action ist und alles was, droppt das Ganze nochmal, die FPS geht runter. Aber ich muss halt das zurücknehmen, was ich halt in meinem Gameplay-Video gesagt habe. Deswegen schmeiße ich dieses Video jetzt nochmal hinterher, um euch einfach zu zeigen. Also es geht doch mehr, ja, man kann doch mehr aus dem Steam Deck rausholen. Aber wie der Fabian schon sagte, er klemmt sich da hinten einfach noch einen Zusatzlüfter ran und dann passiert nichts. Ja, dann wird die auch ordentlich gekühlt. Ja, das Steam Deck ist natürlich auch eine Alternative, kann man sich vielleicht auch überlegen. Aber wie gesagt, wer es halt je nachdem spielen möchte, könnt ihr euch dann entscheiden, was hier geht. Aber mit diesen Einstellungen, ja, könnt ihr eigentlich hier richtig viel rausholen. Also wie gesagt, V-Sync 30 Hertz, maximal FPS auf 60 und schaltet FSR 1.0 an. Ja, dann habt ihr das optimale Spielerlebnis und könnt das Ganze auf dem Steam Deck ohne Probleme hier spielen. Und ja, natürlich in einer deutlich besseren Grafik, als wie wir das im Gameplay, wie du gesehen haben. Ich muss dazu sagen, gestern beim Anspielsession, wie gesagt, nach einer Stunde ist mir das halt permanent immer abgestürzt irgendwie, weil das Steam Deck zu heiß war, keine Ahnung. Da muss ein Stabilitätspatch, muss auf jeden Fall noch kommen, damit das Ganze so hält. Aber ich will das Video ja gerade nicht so lang machen. Ich wollte euch nur zeigen, ihr seht, es funktioniert. Stabile 40 FPS hier. Großartig. Vielen, vielen Dank an dieser Mike für deinen Tipp. Und hoffe, dass ihr jetzt entsprechend jetzt ebenfalls sonst auf der Forest jetzt sicher ohne Probleme auf dem Steam Deck spielen könnt. Bis dann, danke fürs Zuschauen und bis denn.